Nun, der Effekt, und ich will Ihnen jetzt ein bisschen ein Bild über die Komplexität der Schweiz geben, wenn Sie dann nachher konkret über Steuern sprechen. Der Effekt einer einzelnen institutionellen Maßnahme hängt häufig eben nicht nur von der Maßnahme selber ab, sondern wegen der Interaktion der Maßnahmen vom Kontext. Und deshalb muss man, wenn man von den Steuern in der Schweiz spricht, das komplexe Gesamtsystem Schweiz betrachtet werden. Der große politische Denker Karl Schmid aus Zürich, den man selten mehr liest, der auch über Europa hervorragend publiziert hat, hat die psychologischen Wurzeln unserer helvetischen politischen Kultur am Bild der kleinen Gemeinschaft erläutert, Talschaft, Gemeinde und so weiter, die nach innen in genossenschaftlichem Geist die Geschäfte der Gemeinschaft besorgt und nach außen die Gemeinschaft sichert. Die öffentliche Sache wird nicht wie in anderen europäischen Staaten an eine erleuchtete politische oder militärische Kaste delegiert, sondern von den Bürgern selber wahrgenommen. Und nach außen gibt es keinen Willen zur Macht, sondern den Willen, der Macht zu widerstehen. Und Bestand hat, was von unten wächst, und mit Misstrauen wird allem begegnet, was von oben aufgepfropft werden soll. Und es ist dies jene Mentalität, die von Gottfried Keller mit dem Bild vom Bürger veranschaulicht wird, der vor die Haustür tritt und zum Rechten schaut. Diese politische Grundbefindlichkeit hat sich seit der Gründung der Eidgenossenschaft über die Jahrhunderte und mit vielen Irrungen und Wirrungen, Trial and Error, in unseren Institutionen bis heute niedergeschlagen und prägt natürlich dem Zeitwandel angepasst nach wie vor unsere politische Kultur. Und es ist unschwer zu erkennen, dass diese Befindlichkeit zum Beispiel auch unsere heutige Europa-Diskussion beeinflusst. Bevor ich nun auf einige Eigenheiten des komplexen politischen Biotops Schweiz eingehe, will ich dessen institutionelle Struktur kurz schildern. Dieses Biotop ist mit 26 Kantonen und 2212 Gemeinden, Stand 01.01.19, überaus fragmentiert. Und seit der Gründung des Bundesstaates gilt die sogenannte Kompetenzvermutung der Kantone. Das bedeutet, dass der Bund nur jene Aufgaben wahrnehmen darf, die ihm die Verfassung zuspricht, und das muss mit einer doppelten Mehrheit von Volk und Kantonen jeweils beschlossen werden. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Subsidiaritätsverletzungsbremse. Alles andere ist in der Kompetenz der Kantone, die im internationalen Vergleich über eine hohe Autonomie verfügen, auch in Steuerfragen. Und deshalb ist die fiskalische Äquivalenz eben in hohem Maße erfüllt. Und diese kantonale Autonomie hat zu erheblichen institutionellen, rechtlichen, administrativen und politischen Unterschieden zwischen den Kantonen geführt. Und wegen der ausgeprägten Steuerautonomie finanzieren sich die Kantone in erheblichem Ausmaß selber. Rund 40% aller Staatseinnahmen entfallen auf die Kantone, auf den Bund ohne Sozialbeiträge nur etwa 30%. Die Kantone erheben im Wesentlichen Einkommens-, Körperschafts-, Vermögens- und Erbschaftssteuern. Und die Gemeinden haben darüber, dass sie frei sind, Zuschläge zu den Kantonsteuern zu erheben, auch eine erhebliche Steuerautonomie. Der Bund finanziert sich vor allem mit Verbrauchsteuern, dann auch Zöllen natürlich, aber auch einer rekordverdächtig progressiven Einkommensteuer und einer proportionalen Gewinnsteuer. Und das Zusammenwirken zwischen Bund und Kantonen vollzieht sich über verschiedene Instrumente, das alles ist recht komplex, nämlich über den Steuerwettbewerb zum Beispiel, über verschiedene Verbundaufgaben, und Verbundaufgaben zwischen zwei Ebenen sind immer vom Teufel, oder weil die Verantwortlichkeiten verwischt sind, über die Finanztransfers vertikal vom Bund zum Kanton und horizontal zwischen den Kantonen, über die Mitwirkung der Kantone im Bund, das Lobbying, das wird immer beliebter bei den Kantonen, je weniger Kompetenzen sie haben, desto mehr konzentrieren sie sich aufs Lobbying, etwas böse gesagt, sowie über die interkantonale Zusammenarbeit.